Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Ja, heute gucken wir uns mal wieder einen Koffer an, aber ich möchte natürlich noch einen kleinen Hinweis liefern, bevor wir loslegen. Und zwar habe ich meine Koffer neu sortiert. Das bedeutet, es könnte sein, dass uns die ein oder andere Karte begegnet, die wir in einem anderen Koffer schon gesehen haben. Ich bitte das zu berücksichtigen und zu entschuldigen, allerdings sind die meisten Karten möglicherweise in Ordnern früher mal gesehen worden, aber das ist schon länger her, aber noch nie in diesen Koffern. Gut, dazu noch der Hinweis, es wird jetzt das FAQ-Video, das schon lange angekündigt war und dann abgeblasen wurde, weil ich es total verhunzt hatte, neu aufgelegt. Das heißt, das wird jetzt dann entweder morgen oder nächstes Wochenende kommen. Die Fragen habe ich schon, ihr habt noch die Möglichkeiten zusätzlich welche zu stellen, falls ihr welche habt. Entweder in den Kommentaren, per YouTube, PN, Discord etc. ppa oder auch per E-Mail, wobei das ein bisschen umständlich wäre. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los und gucken uns die Karten an. Ich habe leider keine Handschuhe mehr, das bedeutet, wir müssen heute auf die verzichten. Aber da mir letztens mein kompletter Koffer umgefallen ist sozusagen und ich dann keine Handschuhe hatte und das ohnehin so eingeräumt habe, macht das eh keinen Unterschied mehr. Gut, wir haben hier einen Koffer randvoll mit Karten. Thematisiert wird Oldschool. Ich habe momentan auch noch keinen Koffer, wo neuere Karten drin sind. Ich bin aber dabei zu arbeiten. Ich habe hier sogar schon eine Box. Allerdings sind das hier grüne Toploader. Und das war nur mal ein Versuch mit den Grünen, weil die halt günstig waren. Und die Grünen, die sehen halt richtig scheiße aus. Ohne Witz. Also das heißt, ich werde die alle umswitchen auf schwarz. Ich habe die Grünen nur genommen, weil sie so günstig waren. Die waren halt wirklich nur halb so teuer wie die schwarzen Toploader. Und deshalb habe ich die testweise genommen. Aber das kann man komplett vergessen. Die sehen bis auf einige wenige Karten, wie zum Beispiel Pendelmonster oder Monster, die halt relativ grünlastig sind. Oder Zauberkarten sehen halt einfach richtig scheiße aus. Dementsprechend bleibe ich bei den schwarzen, wo halt ein Päckchen fast 4 Euro kostet. Aber das ist dann, das passt dann so. Gut, wir gucken uns die jetzt an. Und wir legen los, weil das ist nämlich sehr zeitaufwendig. Es sieht nicht nach viel aus, aber es ist eine Menge. Ich werde auch zu einzelnen Exemplaren vielleicht etwas sagen. So, wir legen los mit der linken Seite. Und ich habe das Ganze so halbwegs durchsortiert. Allerdings ist es natürlich nicht so durchsortiert, dass man sagen kann, ja, hier ist jetzt alles beieinander. Ich glaube, da drüben sind auch noch ein paar Slifer drin und in der Box dann eine Exodia-Supportkarte. Also sehen wir dann auf jeden Fall. Gut, wir haben jetzt hier Ra. Natürlich in seiner ursprünglichen Form als spielbare Variante aus dem Battle Pack. Allerdings, ich werde jetzt hier natürlich ganz normal durch switchen und bleibt dann halt stehen, wenn ich irgendwie was Besonderes sehe, wie zum Beispiel der hier, den empfinde ich als ganz besonders. Das Bedauerliche ist, dass die Lichtverhältnisse, sie sind gut, aber sie sind leider nicht so extrem, dass man den Effekt gut sehen könnte. Wenn man diese Karte hier, die ist Gold Millennium Rare, eine der geilsten Seltenheiten überhaupt. Millennium Rare an sich ist ziemlich nackig und naja, aber Gold Millennium ist richtig übel, richtig geil. Wenn man die gegen das Licht hält, das sieht aus unbeschreiblich. Es gibt nur 6 Karten, die in dieser Seltenheit geprintet worden sind. Das sind die 3 Götterkarten. Dann, oh Gott, wie heißt er nochmal? Dieser Summoned Lord Exodia, genau. Dann Auslöschen und Geschwisterbund. Das sind die 6 Karten, die in dieser Seltenheit geprintet worden sind. In einem japanischen Starterdeck war das, oder Structure Deck, wo die als Promos dabei waren. Und ich habe auch noch die anderen 3 Götterkarten in der Seltenheit. Leider Gottes kann ich euch das hier nicht zeigen bei den Lichtverhältnissen, wie krass der Effekt ist, würde ich gern. Aber ich denke, das habe ich schon mal irgendwo gezeigt, beziehungsweise werde es bestimmt irgendwann mal zeigen. So, weiter geht's. Das ist die japanische Prismatic Secret Variante in Spielbar. Ein paar Gold Secrets. Normales Millennium Rare. Wie gesagt, sieht aus hier auf den ersten Blick wie eine japanische Kamen, ist aber ein Millennium. Und dann haben wir hier wieder so ein Battle Pack. Genau, das sind jetzt die wir kennen wir in Super Rare aus der Order of Chaos Special Edition. Das ist jetzt das koreanische LB01 Set. Da müssten wir auch ein Playset haben, genau. Und das ist jetzt eben die aus Order of Chaos. Jetzt tun wir die auch gleich wieder zurück, damit da ja nichts durcheinander gerät. Dann haben wir genau. Die habe ich ewig gesucht aus der Jump. Ich habe ja damals, das war noch zu der Anfangszeit, habe ich das Set versucht zusammenzukriegen, ganz verzweifelt. Slifer war kein Problem, Obelisk war gar kein Problem, also den hatte ich total easy am Start und den habe ich nirgendwo bekommen und den wollte mir auch keiner geben. Also habe ich dann irgendwann für 13 Euro auf eBay gekauft. Dann haben wir hier nochmal einen aus of Chaos, genau. Jetzt haben wir hier den Obelisk the Tormentor aus der Jump, damals noch JMP geschrieben. Richtig, richtig cool in Secret Rare. Mega nice. Genau, irgendwo müsste ich genau, der hier ist jetzt aus GBI in Ultra.
Genau, das ist jetzt die japanische GBI-Variante in Secret. Dann haben wir hier wieder ein paar in... Ja, okay. Da kommt jetzt zwischenrein einfach ein Obelisk aus dem Film sozusagen. Da habe ich auch noch ein paar mehr, die kommen dann später. Genau, das ist jetzt der Tinbox. Die sind nichts Besonderes, die sind auch nicht viel wert. Ne? Ein paar Cent vielleicht. Das ist der spielbaren Prismatic aus Japan, der aus der Legendary Collection. Millennium Rare. Also ich muss sagen, ich habe so viele Götter, aber die Götter gibt es in so vielen Seltenheiten. Ihr müsst euch vorstellen, ich will ja jede Karte in jeder Rarität mindestens 10-mal haben. Was heißt mindestens? Also ich habe mich jetzt auf 10 beschränkt. Und also bei den normalen Secrets hier habe ich sie schon, aber vor allen Dingen bei den nicht spielbaren Varianten in jedweder Seltenheit. Das unglaublich. Da kommt locker nochmal ein Koffer her, wo nochmal eine ganze Reihe nur voll Götter ist. Krass. Also echt krass, wie tot geprintet die mittlerweile sind, die Götter. Unnormal. Genau. Dann noch so ein Battle Pack. Wieder ein paar in Secret. Also nach Raritäten habe ich es jetzt nicht unbedingt sortiert. Wie man sieht. Ja, dann hier in Gold Millennium Rare eben, wie gesagt. Es wiederholt sich jetzt bei den Göttern natürlich. Genau in Black Rare. Aus dem Battle Pack muss der gewesen sein. Genau. Das ist jetzt wieder das koreanische. Ja, also eigentlich die Jump-Version nur halt auf Koreanisch. Die koreanischen sind Secret. Das Set geht in etwa 50 Euro. Richtig cool. Eine war in der Sammlung dabei, eine habe ich von meinem Händler und eine habe ich damals von Daniel bekommen. Richtig nice. Genau, dann haben wir hier den Obelisk, zweimal den Ultra aus der Jump. Dann ein paar Mal den Gold, versteht sich. Ja, mega nice. Hier nochmal aus dem Battle Pack. Und jetzt kommen wir zu denen aus dem Film. Die hatte ich schon, also die sind ja in Japan früher rausgekommen als bei uns. Und das sind eben die japanischen Promos. Aus dem Film, die waren Kamen geprintet mit einem KC-Druck drüber, also das ist so wie Shatterfoil etc., nur dass da eben das Kaiba-Logo drauf gedruckt ist, kann man jetzt hier leider auch nicht zeigen. Ihr seht, die Beleuchtung ist es nicht so gut, um die Effekte zu zeigen, aber ihr kennt die Effekte, ja, das heißt optisch jetzt nicht unbedingt beeindruckend in dem Video, allerdings, ich denke mal, jedem sollte bewusst sein, wie die Karten aussehen. Da haben wir ein Playset, ich weiß es nicht, wo die dritte ist, wahrscheinlich etwas weiter hinten. Dann habe ich von Eduard noch ein paar englische, ein Gold Secret bekommen. Und irgendwo müsste dann auch der Deutsche kommen. Ich habe ja selber, ich habe damals meinen Vater ins Kino geschleppt, ja, damit ich diesen blöden Obelisken kriege. Mein Vater, der ist ohne Witz, das ist jetzt also keine Versinnbildlichung, sondern der ist tatsächlich neben mir auf dem Sitz eingepennt. Der findet das so langweilig. Der kann mit Anime gar nichts anfangen. Er meinte dann danach, das sei eine Gefälligkeit gewesen, die sich nicht wiederholen wird. Aber unter seinem, genau, da ist der Deutsche, aber unter seinem Sitz war damals auch tatsächlich der Obelisk. War richtig nice, unter meinem war nichts. Leider sonst hätte ich jetzt zwei. Jetzt haben wir hier ein paar Slifer, genau. Ich glaube, da habe ich keinen aus GBI, die sind alle aus, die beiden sind jetzt aus der New Legendary Decks, die ist aus der Legendary Collection. Das ist jetzt wieder die japanische GBI-Variante. Ich glaube, das Set aus GBI japanisch kostet um die 80 Euro. Oh Gott, man sieht mich heute relativ gut hier. Ein bisschen verzerrt, ne? Egal. Dann haben wir hier den aus YMA. Die Secret, Prismatic Secret. Dann ja ein paar Golds aus der Tin natürlich. Irgendwo dürfte dann auch wieder der... Okay, das ist die Millennium Rare Variante. Natürlich kennen wir jetzt die Götter und die Exodia, die dann auch kommen wird. Die kennen wir schon aus den ersten Binder-Vorstellungen. Vollkommen klar. Also das ist für die Alten jetzt nichts Neues mehr. Aber für die etwas neueren Abonnenten, die auch nicht gerade wenig sind, vor allen Dingen nach meinem letzten Gastvideo bei Renebrain und so, sehen das vielleicht zum ersten Mal, wenn sie sich die älteren Videos jetzt nicht angesehen haben. Dementsprechend halte ich es jetzt einfach mal für... Ja, möglich, dass man einfach mal hier so ein Koffervideo macht, wo halt auch ältere Karten, die man schon mal gesehen hat, zeigen kann. Hier haben wir jetzt wieder die in Millennium Rare. Sieht übrigens, also ich bin normalerweise eher der Obelisk-Fan, allerdings sieht Slifer tatsächlich in Gold Millennium Rare am besten aus. Das ist jetzt die aus der Jump und da suche ich verzweifelt. Ich glaube, ich hatte mehr von der aus der Jump. Ich habe jetzt aber hier nur eine. Ich weiß nicht, wo ich die anderen hin habe. Dann natürlich die hier. Richtig cool. Das ist auch die Ursprungsvariante und zwar ist die was Besonderes, weil sie ist in Kamen gedruckt. Also man würde im Normalfall sagen, es ist eine Rare mit KC-Print, aber die Schrift ist nicht wie bei einer Rare, sondern wie bei einer Ghost Rare. Ja? Und trotzdem ist eben das Bild in Kamen gehalten mit der KC-Folie drüber, da müsste ich auch drei oder vier Stück haben. Ich finde das Artwork übrigens extrem geil. Auch in Gold sieht diese Karte richtig fett aus. Ja? Finde ich in Gold wäre richtig schön, die Karte. Muss ich mir auch noch ein paar ranholen. Ja, und dann eben hier nochmal dreimal die hier aus LB01 in Prismatic Secret. Eben die...
na, wie sagt man, die koreanische Variante. Und weiter geht's. Jetzt müssen wir dann irgendwann zu den Exodias kommen. Richtig. So, hier haben wir jetzt eben Summoned Lord Exodia, auch in Gold Millennium Rare. Effekt sieht man natürlich auch nicht, passt aber auch sehr gut zu der Karte. Dann natürlich die Ultra Rares aus den LDKs. Genau. Dann haben wir Exodius, The Ultimate Forbidden Lord, also der ultimative verbotene Lord. Den habe ich hier ein paar Mal aus der Jump, das ist das eine. Dann kommen hier ein paar Supers. Super Millennium Rare, das ist normales Millennium Rare, das einfach über eine Super geklatscht worden ist. Geht nicht viel, ich glaube, mein Händler hat es mir für 3 Euro verkauft oder so. Geht also eigentlich weniger, er schlägt dann noch seinen Gewinn auf, also ich sag mal 1,50 geht die maximal. Dann haben wir hier noch die anderen Ultras, genau, nochmal 3 Stück. Hier nochmal ein Playset aus der Jump. Nochmal eine Super aus der Tin. Das ist jetzt eine Kamen, glaube ich. Ja, die Kamen aus dem Millennium Pack. Also ich habe auch, es gibt auch extra Kamen-Koffer, die ich machen werde. Allerdings habe ich manchmal auch Kamens in den Holo-Koffern, wenn sie eben zu den Holos dazugehören. Die Kamen-Koffer werden wohl nur für die Kamens sein, wo es keine Holo-Variante dafür gibt. Wobei zurzeit auch ziemlich viele Sachen geprintet werden, die es vorher nur als Kamen gibt. Also werde ich da wohl noch ein bisschen mit warten. Genau, dann geht es hier noch ein bisschen weiter. Ich glaube, irgendwo müsste dann noch der aus dem Battle-Pack kommen in Mosaic Rare. Kann ich jetzt hier aber ganz schwer erkennen. Ich glaube, der müsste sein. Oder, ne, der nicht. Irgendeiner von denen auf jeden Fall. Genau, der ist jetzt nochmal super rare. Jetzt kommen wir zu den Exodias. Da haben wir natürlich auch einige dabei, die very special sind sozusagen. Zum Beispiel der hier. Das ist jetzt der Kopf der Exodia, den ich natürlich komplett habe. Die Teile kommen auch noch später. Aber ich denke mal, die Teile können wir überspringen. Weil, die kennen wir ja. Ich denke mal, das Wichtigste sind jetzt hier mal die Köpfe. Das ist der Exodia-Kopf in Prismatic Secret Rare im unzensierten Artwork aus Japan. Und das ist die zweitteuerste Exodia, die halt tatsächlich existiert sozusagen. Also für, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwelche Preiskartenvarianten davon gibt, aber so für Normalsterbliche, sage ich jetzt mal, ist das die zweiteuerste. Die teuerste kennen wir ja alle, das ist die deutsche LOB First. Und danach kommt eben die hier mit einem Wert von in etwa 200 Euro komplett. Ich habe sie mehrmals günstig bekommen. Ich habe 2 komplette von denen. Eine habe ich für tatsächlich nur 70 Euro bekommen. Auch damals von Arnie, da hat er scheinbar einen richtig, richtig guten Deal gemacht. Und mit den 70 Euro, die ich ihm gezahlt habe, auch noch gut gewinnen. Und woher ich aber die andere habe, weiß ich gar nicht mehr, muss ich sagen. Und ich weiß auch nicht mehr, wie viel mich die zweite gekostet hat. Das hier ist jetzt die aus DDS. Im Wert von ungefähr 80 Euro. Die kennen wir ja auch. DDS, na klar. Blue Eyes habe ich auch einige davon. Allerdings in einem anderen Koffer. Es wird uns aber allerdings noch eine andere DDS-Karte in dem Koffer erwarten, wenn ich mich richtig entsinne. Dann die Ultra aus den Yugi Legendary Decks, genau. Dann hier Ultra Parallel Rare. Also eigentlich Parallel Rare halt nur mit einem Ultra Rare Effekt noch dazu. Gibt es nur den Kopf von, die Teile gibt es da nicht. Gold, genau. LOB Deutsch, nochmal Gold. Ja, dann eben hier aus MC1. Sind ja richtig schweinebillig, die Dinger. Genau. Und ist das jetzt, die ist jetzt aus Dark Beginning. Nochmal aus LOB. Genau. Irgendwo habe ich noch 2 richtig geile Köpfe. Die sehen wir jetzt dann auch gleich noch. Dann ist die zweite in Secret. Dann die aus der Legendary Collection in Secret 2-mal. Nochmal einer, ne? Genau. Das ist jetzt ein LOB-Kopf in Ultra Rare. Englisch und zur Erstauflage. Und davon habe ich 2 Stück. Der zweite müsste dann auch noch irgendwo irgendwann kommen. Genau, da ist er. Da stand der zweite. Das ist hier auch eine richtig kranke, eine meiner Lieblingsköpfe. Ich weiß nicht, ob man das sieht, doch hier sieht man es. Das ist eine Ultimate Rare. Gibt es auch nur den Kopf von, und die waren im regulären Booster aus Japan drin. Und zwar ist es ja so, dass die Booster, die wir hier im TCG haben, das sind Fusionen aus wiederum unterschiedlichen Booster, die im OCG waren. Ja, zum Beispiel Chaos, bei uns ist, nicht Chaos, wollte ich schon fast sagen, Chaos Imperator 3, und zwar Invasion of Chaos, genau, besteht aus 2 Boostern und eins davon heißt Invader of Darkness, ne? Das ist aus Japan, und ich glaube, aus diesem stammt eben auch der Exodia-Kopf. Es sind natürlich nicht alle Karten aus den Fusionen dann bei uns ins Set gekommen, aber einige, manche wurden ausgelassen, und da gehört eben auch der hier mit dazu, und der war damals in Ultimate mit dabei. Genau, natürlich in Kamen, in Millennium Rare, aus demselben Deck, wie auch die Gold Millennium Rare Sachen kommen, nochmal Kamen. Dann hier in Colored Rare, rote Schrift, blaue Schrift, grüne Schrift. Das sind auch ein paar Euro wert. Genau, und jetzt geht es hier eben los mit den Teilen. Die Teile, die lassen wir allerdings mal weg, weil abgesehen von den Rares, ne, im Kopf gibt es ja nicht ein Rare, aber die Teile, ist es ja von der Rarität an sich exakt dasselbe. Und deswegen gucken wir uns jetzt hier die rechte Seite an. Und da geht's los mit, genau,
Wir haben es erfasst, dem dunklen Magier, man kann es sehen. So, dem dunklen Magier, den haben wir hier eigentlich viermal, ich weiß nicht, wo der vierte ist, wahrscheinlich weiter hinten, in Holographic Parallel Rare, weil die haben ja auch solche parallelen Streifen, wie man sieht. Das ist quasi aus dem japanischen Duelist Saga Verschnitt. Da gab es auch noch den Blue Eyes, den habe ich leider nicht. Den habe ich nur im normalen Holographic Rare, ohne die parallelen Streifen. Und in Korea gibt es die auch noch in so einem extra Secret Rare. Die will ich auch unbedingt haben, aber ich habe sie leider noch nicht. Gut, dann haben wir hier den Dark Magician aus DDS, und zwar direkt als Playset. Also haben wir drei Stück davon. Auch schweineteuer, wie wir alle wissen. Mehrere hundert Euro. Der hier ist jetzt auch Secret, allerdings im normalen Secret aus BPT. Auch relativ teuer, 60 bis 80 Euro ging der zumindest damals. Dann First Dunkler Magier ging damals 23 Euro. Ich orientiere mich jetzt an den alten Preisen. Ich habe schon länger nicht mehr nachgesehen. Genau, haben wir hier vielleicht noch. Genau, der hier ist jetzt ein Ultimate Rare aus LN53. Also auch ein reguläres Booster aus Japan. Richtig, richtig cool. Richtig nice. Ich glaube, das war sogar die einzige Holo aus dem Booster. Oder die einzige Ultimate zumindest. Echt nice. Richtig cool. Genau, dann nochmal hier in Kamen, nochmal im Millennium Rare. Gibt es ja auch Englisch im Millennium Rare als Preisdingens. Habe ich jetzt so nicht hier. Genau, und dann habe ich hier noch einen Ultimate Dunklen Magier aus dem Starterdeck. Muss das, glaube ich, gewesen sein. So, die dürften jetzt dann auch gleich kommen. Ich habe hier ganz schön mit den Karten reingeknallt. Und jetzt muss man richtig aufpassen, dass man nichts kaputt macht beim Reinstecken. So, dann haben wir hier nochmal ein paar Altis. Richtig. Dann die Ultra aus Dark Beginning, die mir natürlich die liebste ist vom Print her. Dreimal, viermal. Es gibt natürlich auch die aus der Legendary Collection, allerdings mag ich den Print halt einfach lieber, weil er qualitativ hochwertiger ist. Dann aus PCY, das ist aus dem Spiel, ein Prismatic Secret. Genau. Dann aus der Legendary Collection, im normalen Secret. Auch zweimal hier. Dann halt natürlich die Cummins. Ein Playset habe ich hier, müsste aus dem Starterdeck sein, ja. Und die Rare aus dem Duelist Pack Yugi. Ah, wir sind schon bei fast 20 Minuten. Mal gucken, ob es diesmal wieder 40 braucht. Das letzte Video hat ja 40 Minuten gebraucht. Vielleicht schaffen wir es diesmal schneller. Genau, dann haben wir hier die dunklen Magier. Finde ich optisch richtig geil in Secret Rare aus BPT. Und zwar haben wir hier direkt zwei Playsets, also 6 Stück davon. Richtig cool. Und alle in einem sehr, sehr guten Zustand. Dann haben wir natürlich die aus LOB. Hier ein Playset. Keiner First. Die sind alle unlimitiert, aber trotzdem nicht weniger cool deswegen. Colored Rare in dunkellila, rot und blauer Schrift. Dann natürlich die obligatorischen Super Rares. Die kennen wir ja alle. Und dann kommen wir auch schon zu dem dunklen Magier, den wir hier aus dem Moviepack kennen. Das ist natürlich aus dem japanischen Moviepack. Aus dem japanischen sind nicht alle Holos, sondern auch Cummins, die halt mit KC-Folie überzogen worden sind. Also auch der hat einen Holo-Effekt, einen KC-Holo-Effekt, den man halt nur sieht, wenn man halt wirklich mit dem Licht drauf brettert, sag ich mal. Damals sehr teuer, 30 Euro hat er damals gekostet. Das war halt dieser Hype-Preis, den ich damals auch bereit war zu zahlen, denn ich wollte oder will auch immer noch meinem Kanal einen gewissen ja, sagen wir mal, einen gewissen Flair geben. Wobei das Wort Flair eigentlich schlecht gewählt ist. Ich möchte einfach Karten zeigen, lange bevor sie bei uns rauskommen. Und dafür ist es mir natürlich auch das wert, dass ich dann ein bisschen mehr bezahle. Genau. Zum Beispiel das dunkle Magiermädchen, das im Ding erschienen ist, im Moviepack bei uns in Ultra, gab es damals auch in KC Rare und das kostete 80 Euro. Da wollte ich mir auch mal hier ranholen, habe ich aber nicht geschafft. Habe auch bis heute noch keinen KC. Muss ich mir noch besorgen. Schade, dass Arnie aufgehört hat, weil durch den habe ich echt viel in der Richtung bekommen. Und mal schauen, wie das dann mit dem lieben Goodyear wird. Ob das tatsächlich dann so easy wird. Er hat zwar gesagt, da kommen dann japanische Karten, aber ich weiß nicht, wie schnell das geht. Ne? Bei Arnie hast du was gesagt, 2 Wochen später, bam, hast du es gehabt, fertig. Ich weiß nicht, wie lange ich bei ihm warten muss. Genau, dann haben wir den natürlich noch in Gold und den Ultra. In Ultra gefällt sie mir tatsächlich am besten, muss ich sagen. Dann natürlich den aus der Jump. Hier zweimal Englisch, einmal Japanisch. Da bin ich nicht unbedingt wählerisch, den nehme ich auch in Japanisch. Also natürlich vorzugsweise in Englisch. Damals ging nur 10 Euro, das glaube ich auch hoch im Preis. Um den habe ich mich nie wirklich gekümmert, deswegen habe ich nur 3 Stück von dem. Weiß nicht, das ist immer irgendwie außer meiner geistigen Reichweite gewesen, sag ich mal. Genau, dann halt der Arcane,
Auch von dem habe ich mir lange, bevor er in Deutschland rausgekommen ist, eine japanische Variante für 8 Euro geholt. Die habe ich auch immer noch. Ich weiß bloß nicht wo. Die werde ich auch behalten, weil die das alte Layout hat. Werde ich nicht weggeben. Und soweit ich weiß, ist die japanische Variante auch aus einem normalen Booster, also um einiges seltener als der deutsche, englische, wie auch immer. Genau, noch ein paar Arcane. Die sind jetzt natürlich klar, die sind jetzt aus der Dark Illusion, das ist eigentlich ein ganz neues Set und auch eine neue Karte an sich, aber sie gehört einfach zu Dark Magician und das ist eigentlich nur ein kleinwüchsiger dunkler Magier, in Anführungszeichen, ja. Dementsprechend zähle ich ihn eigentlich eher zu Oldschool. Bei dem neuen Support für alte Themen, muss ich sagen, bin ich sehr willkürlich, was das angeht. Einige Karten kommen dann in den modernen Koffer rein, andere Karten wiederum in den Oldschool-Koffer. Da bin ich, das entscheide ich aus dem Bauch raus, wie ich das machen möchte, also da habe ich kein wirkliches System. Genau, nochmal hier natürlich das Dark Magician Girl in Ultra. Zehnmal, ich habe noch keinen KC und in Gold habe ich auch fast noch keine, weil mir den Gold nie einer geben wollte, weiß auch nicht warum. Sieht in Gold so cool aus? Kann ich mir gar nicht vorstellen, ich finde den eigentlich in Ultra am schönsten. Genau, aber davon habe ich so viel, die habe ich sogar in meinem Tradebinder noch 10-mal drin oder so. Dann das dunkle Magiermädchen im Original Artwork. Erstmal dreimal hier in Color Red Rare, blaue Schrift, pinke Schrift und türkise Schrift. Dann in Secret of the Legendary Collection. Oh, jetzt habe ich hier falsch sortiert, wartet mal. So machen wir das. Dann eben aus dem Original Booster, MFC. Zweimal unlimitiert, geht aber auch schon einiges. Und dann eben hier einmal im First, geht mittlerweile glaube ich über 200 oder 300 Euro. Richtig krass. Dann aus RDS, in Gold Rare, Millennium Rare. Genau. Von den dreien habe ich natürlich auch noch mehr, allerdings weiß ich gerade nicht wo. Bedauerlicherweise. Dann genau. Die hier, die gibt es jetzt wirklich nur in zwei Seltenheitsstufen. Ne, die gab es immer nur in Super Rare und in Ultra Rare. Hier haben wir jetzt die Ultras, hier haben wir den Legendary Decks. Und auch meine Supers sind hier aus dem Battle Pack, also auch nicht unbedingt so übermäßig besonders vom Set her. Ich glaube, das einzige Set, wo sie halt wirklich was Besonderes darstellt, ist halt tatsächlich das. Ja, leg mich doch am Arsch. Oh, muss man nochmal unten. Nein. So. Ist halt tatsächlich das Duelist Pack Yugi. Da habe ich nur eine von und das ist die hier. Erkennt man abgesehen von dem Kürzel natürlich daran, dass wenn es eine erste Auflage wäre, was es nicht ist, hier First stehen würde und das Bild natürlich kleiner ist und auch der Print sieht ein bisschen anders aus. So, genau. Dann natürlich die aus der Tinbox. In Secret. Gab es ja so nur aus der Tin und ansonsten eben in Kamen aus dem Legendary Decks etc. Hier haben wir jetzt die Valkyrie. Da haben wir ein Playset hier in Prismatic Secret aus Japan. War damals relativ teuer, für 15 Euro ging die glaube ich weg. Sieht auf jeden Fall in Prismatic unglaublich geil aus. Dann natürlich hier zweimal aus der Jump. Aus der Jump habe ich sie glaube ich 5-mal oder 4-mal. Also richtig heftig. Geht auch ein paar Euro und ist natürlich in Ultra Rare aus der Jump in diesem schönen matten Print. Unglaublich nice zum Angucken. Genau, also hier nochmal so 5-mal insgesamt, dann nochmal 3-mal aus der Jump. Dann hier in Super Rare ein paar Mal. Und dann kommen wir auch schon zum dunklen Toolmagier-Mädchen. Die haben wir jetzt hier 4-mal im Prismatic Secret Rare, 2-mal im alten Layout, Wert ungefähr 22 Euro, 2-mal im neuen Layout, Wert ungefähr 20 Euro. Das Layout hat ja so einen Unterschied von 2 Euro gemacht. Auch hier natürlich einige Jump-Varianten oder einige Exemplare aus der Jump. Das müssten 6 Stück sein, genau. 6 Stück insgesamt aus der Jump. Einfach geil. Einfach richtig geil. So, dann in Rare aus der Legendary Collection. Und dann haben wir hier nochmal ein paar Slifer. Genau, habe ich ja gesagt, dass hier noch ein paar Slifer drin sind. Die haben drüben einfach nicht mehr reingepasst. Da ist der Koffer zu... nicht lang genug sozusagen. So, rein mit dir. Oh Gott. Schon fast bei 25 Minuten und da kommen die beiden Boxen und wir sind hier noch nicht mal ganz durch. Genau, dann die hier natürlich, die habe ich mir auch damals aus der V-Jump geholt, auch schon lange bevor sie in den USA aus der Jump erschienen ist, wo sie dann noch relativ teuer war, 4-mal. Ich habe sie noch einmal auf Deutsch natürlich aus dem Legendary Dex 3, war damals... Als ich die auf den Neuzugängen gezeigt habe, sind die Kommentare explodiert. Ne? Das ist halt wie gesagt auch eine der Karten, die ich halt gezeigt habe, bevor sie rausgekommen ist, lange bevor sie hier erschienen ist. Und ja, das ist halt einfach
ein Qualitätsmerkmal meines Kanals, sage ich jetzt mal, das ich mir persönlich auch bewahren möchte. Dann haben wir hier zwei Playsets von dem netten Burschen her. Den gibt es jetzt übrigens auch in Japan als Ultimate. Will ich mir auch unbedingt ranholen. Und natürlich bei uns jetzt auch als Super Rare, von der habe ich leider noch keine. Hier in Prismatic Secret habe ich zwei Stück. War damals also aus Japan die teuerste. Ist auch eine Millennium-Folie drüber. Und ja, richtig nice auf jeden Fall. Dann noch ein paar in Ultra, genau, da war sie nicht so teuer. Und jetzt geht's hier los, auch in Ultimate Rare, den habe ich 7-mal in Ultimate Rare, richtig, richtig fett. Da hat mir mal eine Abonnentin 5 Stück von zugeschickt und davor hatte ich schon 2 Stück. Also das ist echt heftig, ich hätte nie gedacht, dass ich diese teure Karte, die damals, wie es heute aussieht, weiß ich nicht, damals ging sie 55 Euro die Karte, war drunter nicht zu finden. Und ja, hätte ich nie gedacht, dass ich die so schnell und vor allen Dingen so oft dann bekomme. Genau, das ist zum genau, der war gespendet von einem Abonnenten. Der hat den eingepackt gehabt mit ein paar Energy Drink Dosen, die übrigens extrem gut waren. Das waren so Baumarktdosen, muss irgendwie so ein Werbegeschenk oder sowas gewesen sein. Auf jeden Fall war der da mit dabei, richtig, richtig cool. Er hat die Tatsache, dass ich die Dosen zerstochen habe und ihn dann quasi in Energy Drink ertränkt habe, hat es überlebt. Unbeschadet, wirklich keine Wasserschäden, gar nichts. Ich habe den noch schnell genug trocknen können. Der ist aus der Legendary Collection, beziehungsweise den Yugi Legendary Decks. Das sind jetzt alles aus dem Original Booster, genau. Der ist First, also sogar eine Erstauflage, auch richtig nice. Hier nochmal die Altis und hier nochmal eine Gold. Das war mein erster, den ich hatte in Gold. Den habe ich mir, oh Gott, den habe ich glaube ich auch von Eduard gekauft. Schweineteuer damals, glaube ich. 30 Euro habe ich bezahlt, waren natürlich nicht wert. In der Anfangszeit habe ich viel zu viel bezahlt. Also ich bin ja prinzipiell großzügig. Ich zahle auch gerne mehr, als es wert ist, wenn ich es im Voraus kriege und keinen Stress habe beim Abzahlen. Aber da habe ich halt wirklich übertrieben viel bezahlt. Und genau, da werden wir wieder am Anfang. Die Frage ist nur, wo ist mein vierter in Ghost hin? Ach nee, das war der vierte in Ghost. Oder? Ist bescheuert oder was? Ja, genau, das war mein vierter Ghost. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Boxen. Boxen. Ich glaube, die Karten, die hier drin sind, sind ein bisschen mehr random. Wir fangen mit der hinteren an. Und ach, Katzenhaare. Furchtbar, wenn man eine Katze hat, ohne Witz. Genau. Barrel Dragon Ultimate Rare. Habe ich insgesamt 2-mal. Einer geht ungefähr 100 Euro. Ist eine relativ teure Karte. Richtig krank. Genau, dann habe ich auch noch, da ist der zweite in Alti. Dann habe ich sie natürlich noch hier in Dual Terminal oder aus dem Dual Terminal. In unterschiedlichsten Varianten habe ich sie hier. Da natürlich mystische Tomatiken, weil ja alle in Secret, in Parallel aus der Hobby League. Ein Colored Rare mit blauer Schrift. Genau, nochmal aus der Hobby League, nochmal in Secret Rare. Die packen wir jetzt mal kurz hier zur Seite, weil um hier ordentlich die Karten rauszunehmen, muss der Rand frei sein, dass man richtig reingreifen kann. Genau, dann haben wir hier ein paar Gaia aus LOB. Okay, sind bloß 2, wo die anderen sind. Müssen auch irgendwo in der Box sein. Dann genau der hier. Naja, genau, hier sind sie. Der ist hier cool. Das ist ein ganz besonderer, ein Ultimate Rare. Auch richtig fett. Ich weiß gar nicht, was ihr dafür bezahlt, aber der ist auch relativ teuer gewesen aus PH52. Oder, ja, 52 ist ja die Kartennummer, aber aus PH auf jeden Fall. Was auch immer das für ein Set war, das weiß ich jetzt gerade nicht. Genau, Rückstoßdrachen. Die haben wir, glaube ich, schon mal in einem anderen Koffer gesehen. Die Goblins haben wir auch in einem anderen Koffer gesehen. Da habe ich auch einige in First, in Ultra, aus PSV, aber die gehen halt gar nichts, wirklich überhaupt nichts. Die gehen auch in First nichts, also das ist richtig krass. Die ging das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, im First gerade mal 1 Euro. Und unlimitiert will ich gar nicht erst anfangen. Würde ich niemals weggeben für den Preis, auch wenn es nur der, auch wenn es das nur wert ist. Ich würde dann lieber, würde ich sie sogar noch behalten, obwohl ich sie über habe, als dass ich sie für den Preis weggebe. Weil das sind wirklich alte, schöne Karten, die auch gar nicht mehr so übertrieben häufig sind und trotzdem gar nichts geben. Okay, da wurden wir unterbrochen. Sehe ich persönlich halt gar nicht ein. Genau, dann DDR Salient. Jetzt haben wir noch 7 Minuten. Ob wir das durchhämmern können, weiß ich gerade gar nicht in der Zeit. Genau, davon habe ich auch noch einige. Auch einige im Tradebinder noch. Ein paar keltische Wächter, richtig. Da müsste ich auch einen aus LOB in First haben. Irgendwo, irgendwann. Genau, das ist jetzt einer in Secret aus Japan. Auch richtig geil. Der ist jetzt First aus LOB. Geht aber, glaube ich, auch nicht so viel. Die Ausgebildeten. Genau.
ausgebildet ist, halt auch richtig cool. Da finde ich vor allen Dingen den in Ultra Rare am schönsten. Den aus der Tin, den finde ich jetzt gar nicht mal so krass. Upp, upp, upp. So. Genau. Dann hier Ganesia Elefantis in Ultra Rare aus Japan. Und natürlich noch ein paar aus dem Originalset. Auch ein First einige dabei. Der hier ist First, der hier ist First. Also ein paar Unlimitierte, ein paar in First. Giant Red Snake aus dem Tournament Pack 4 in Rare. Die gibt es auch noch in Super Rare aus dem Tournament Pack und aus WP11. Ich habe sie nur aus WP11 in Super. Hat er jetzt auch nochmal ein Reprint bekommen, im neuesten Set in Ultra. Auch richtig cool. Hier sind jetzt die drei in Super Rare, die ich habe aus WP11. Die gehen aber auch, gingen auch ein bisschen was, 15 Euro in etwa. Gesandter der Nachwelt. Hier Erstauflage dreimal. Nochmal Erstauflage, nochmal Erstauflage, nochmal Erstauflage. Also die in der Erstauflage zu finden ist gar nicht so schwer. Genau, ein Super Rare, ein ganz seltener ist das. Torwächter. Richtig cool. Auch einer hier aus dem Retro-Pack. Auch nicht zu unterschätzen vom Preis her. Schauen wir mal weiter. Genau, nochmal aus dem Retro-Pack. Nochmal hier ein paar in Secret Rare. Buster Blader in Ultimate. Auch sehr, sehr cool. Haben wir drei oder vier Stück. Der ist jetzt aus dem Anniversary-Pack. Dann nochmal einer in Ulti. Ja, also das ist schon richtig, richtig nice. Ich habe auch einen First auf dem Flohmarkt. Da habe ich so ein Päckchen gekauft für 10 Euro. Das waren ein paar Cummins, ein paar ziemlich destroyte Holos, wie zum Beispiel aus PSV Jinzo und Raigeki total zerstört. Und dann war einfach mal so zwischendrin ein Topmint Zeitzauberer und ein Topmint Buster Blader First in Ultra drin. Die sind jetzt hier aus BPT, der hier zumindest. In Secret geht auch ein bisschen was, glaube ich. Müsste insgesamt 2 Stück davon haben in Secret. Genau, das ist der hier in First. Einfach mal Top Mint gewesen. Nochmal der aus BPT. Korribo habe ich auch einen First, der hier oben lungert. Das ist der hier. Genau. Ja, das sind halt eher so Random-Karten in den Boxen. Seitlich habe ich meistens so die etwas besondereren Karten drin, auch preislich gesehen. Und hier habe ich dann meistens die etwas, ja, auch cool natürlich, aber halt eher mehr so random Karten. Auch hier jetzt ein Secret Rare, auch cool. Der ist First aus MAD. Ja, steht halt im zensierten Artwork natürlich. Und dann nochmal hier wieder den Blowback-Drachen. Das heißt, hier sind wir durch. Und ein paar Minütchen haben wir noch. Dementsprechend machen wir hier wieder den Deckel drauf. Und machen hier weiter. Genau, das ist das Drachenfluch. Habe ich auch 2 Stück in First. Die jetzt mittlerweile geht dann. Oh, Anti-Raigeki ist eine sehr, sehr seltene Karte. Er hat jetzt zwar ein Reprint bekommen, aber ich denke mal, das wird preislich der hier nicht schaden. Die geht auch mehrere hundert Euro. Als ich meine gekauft habe, ging sie ungefähr 500. Die ist dann allerdings ziemlich schnell noch im Preis gesunken, weil es dann wieder andere Angebote gab. Genau. Von denen habe ich gleich 20 oder so in der Sammlung, weil ich die einfach übertrieben geil finde. Auch hier, die Ding finde ich übel geil, die mystischen Elfen. Genau, das sind so ein paar Kamen-Varianten von der Valkyrie und vom Thun dunklen Magiermädchen. Genau, hier haben wir so ein paar Super Rares. Von der hier, auch richtig nice. Dann die Gemini-Elfen, da habe ich auch irgendwo eine in Secret First, habe ich geschenkt bekommen, war damals ein Bonus. Auch hier ein Ultimate Rare, richtig geil. Daraus hat sich, genau, und das sind Elfenzwillinge aus LON First Top Mint. Waren einfach mal so als Bonus mit dabei. Dachte ich mir auch so, okay. genau. Ich habe mal gesehen, der hat sich aus den. Nochmal einen First. Der hat sich. Und nochmal einen First. Der hat sich aus einem Gemini Elf in Ultimate Rare einen Token gemacht. Konnte ich gar nicht nachvollziehen. Exoda Necros habe ich auch einmal gespendet bekommen. Top Mint aus der Master Collection. Die ging damals so viel. Ohne Witz, die ging früher mal 70 Euro oder so. Mittlerweile natürlich nicht mehr, aber es war mal so. Sagen wir es mal so. Jetzt kämpfe ich hier gegen die Zeit. Wir sind jetzt fast bei 5 Minuten. Das heißt, ich habe jetzt noch so 2 Minuten, um den ganzen Scheiß hier durchzusnacken. Unglaublich. Genau, Injection Fairy Lily. Hier sogar auch einen First. Also ein paar in First sind bei mir immer mit dabei. Wobei ich darauf jetzt nicht unbedingt Wert lege. Hier aus dem Retro-Pack, da ist auch einiges wert. Ich glaube, 70 Euro müsste der wert sein oder so. Ein Secret. Hat ja auch ein Reprint bekommen in Ultra. Mega nice, da freue ich mich auch schon drauf. Ich werde mir die Karten ja auch irgendwie ranholen müssen. Das
Jetzt kriege ich ja 29 Karten gespendet, dann kriege ich noch den Bulk von Creep-Fan. Ich weiß nicht, wie groß der ausfallen wird, aber aus drei Legendary Collections, schätze ich mal, werden auch so 20 Karten vielleicht zusammenkommen. Genau, die kennen wir auf jeden Fall auch schon, den Ultimate Rare und so, die ganzen Chaos Imperator Drachen. Brauche jetzt natürlich auch noch den neuesten Print in Ultimate Rare, wo auch der Rand gestanzt ist. Damit ich natürlich dann alles beisammen habe. Ras-Schüler, genau. Hier mittendrin einfach nochmal eine Incarnation. Dann Toon Summoned Skull habe ich auch ein Firsten Paar. Ich weiß bloß nicht wo. Die dürften hier aber nicht drin sein. Die habe ich, glaube ich, separat irgendwo. Genau. Herr der Drachen, ja, natürlich. Viele in Super Rare. Aber auch viele hier aus BPT. Waren damals auch einiges wert. Dann habe ich auch noch welche japanisch in Prismatic Secret. Aus einem uralten Set. Die haben wir aber, glaube ich, auch schon mal gesehen irgendwo. Genau. Damals zum Beispiel eine hier in Colorado mit blauer Schrift. Die haben wir, glaube ich, mal aus eBay gekauft. Ein paar herbeigerufene Totenköpfe. Auch in Ultimate mal wieder. Ein paar aus dem Original Booster. Allerdings habe ich davon, glaube ich, keinen First. Soweit ich weiß. Soweit ich weiß. Hier nochmal einen Ultimate. Genau. Auch in Rare und auch die ganzen Low Rares habe ich natürlich dabei. Und dann sind wir wieder bei den mystischen Elfen. Und damit am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es getaugt, mal wieder hier durchzugucken. Wir sehen uns dann zum nächsten Video. Das FAQ wird wahrscheinlich morgen kommen. Und es wird auch noch ein Koffervideo geben. Wann das allerdings kommt, weiß ich nicht. Da werde ich mir natürlich Zeit lassen. Und ja, würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.